Ja, Freunde, willkommen zurück zu Resident Evil 4. Ja, gerade ein Stück Kuchen gegessen und was getrunken und jetzt geht's mir gleich wieder gut und ich habe mir gedacht, ach Mensch, wir können doch mal wieder Resident Evil aufnehmen. Ist ja lange her, dass wir das aufgenommen haben. Die ganzen Parts, die ihr bis hierher gesehen habt, zu diesem Zeitpunkt waren schon ganz schön weit vor aufgenommen. Und da habe ich auch die ganze Zeit mit meinem alten Headset aufgenommen. Ich habe jetzt gerade das neue dran. Man merkt einen gewissen Unterschied, wenn man sich ein altes Video anschaut und wenn man sich dann ein neues anschaut. Aber der ist nicht allzu groß. Ich arbeite jetzt auch mit Audacity oder Audacity, um Rauschen und sowas zu entfernen und das Ganze einfach ein bisschen klarer wirken zu lassen. Ja, was ist eigentlich im letzten Part passiert? Ganz einfach, Louis ist gestorben. Wir haben Ashley befreit und jetzt müssen wir hier mit Ashley einen Weg zurück zu Leon finden. Jo, das war eigentlich alles und das ist alles gewesen. Kurzfassung und da steht einer. Hallo? Tust du mir was? Hallo? Scheiße. Ja, vielleicht, ich habe ja gedacht, du, vielleicht bist du freundlich gesonnen. Hau ab, geh weg. Du bist hässlich. Werfen? Oh, ich habe jetzt einfach gedrückt. Ich wusste nicht, dass das geht. Okay. Graben. Das ist alles klar. Okay. Oh, da liegt noch was. Ja, wo ist denn der? Hä? Oh. Werf, werf! Geh weg, geh ein Stück hinter, geh ein Stück hinter, geh ein Stück hinter. Oh, okay, er ist tot. Puh! Okay, das hat ja gut geklappt. Ist jetzt hier noch irgendwas? Kann ich mich im Kamin verstecken? Nee. Mann, warum muss ich mit ihr spielen? Ich will mit Leon spielen. Okay. Ah, okay, damit kann ich das Zauntor da hochlassen. Gut. Weiß ich jetzt also, wo ich lang muss. Alles klar, aber hier geht's, glaube ich. Ja, okay, hier kann ich noch lang krauchen. Das ist sehr gut. Und hier kann ich auch lang krauchen. Ah, okay, da komme ich hinter den. Da kann ich den bestimmt gleich mit der Lampe anwerfen. Ich mag dich nicht. Ist er tot? Leider nicht. Komm, komm, komm zu Papa. Komm. Geh weg! Brenn! Okay, der ist tot. Gut, einer weniger. Da war es nur noch keiner. Ah, open. Open the door. 2500 Peseten. Mann, Mann, Mann. Ey, hier würde ich doch bleiben an ihrer Stelle. Hier ist doch schön. Ey, hier ist echt gemütlich. Guck mal, die hat einen Haufen Bücher, kann lesen. Hier ist ein herrliches Bett. Ein schöner Kamin. Was zum Krauchen, was ich zwar nicht verstehe, warum ich da hinten. Ach, bestimmt wegen der Lampe zum Werfen. Aber ich denke mal, ich muss jetzt hier das Tor wieder hochlassen. Nee, ich muss das Tor aufschieben. Aber da sind zwei Gitter dran. Wo ist denn dann das andere? Hä? Wo ist denn dann das andere? Ach ja. Ja, da werden wir da auch mal schnell drücken. Komm, komm, los! Ja, streng dich an, Ashley, streng dich an. Du schaffst das. Es gibt schön Muckis in die Arme. Hallo? Leon! So würde die jetzt immer rufen. Kann sie ja nun jetzt leider nicht, da Leon nicht da ist, aber so würde sie rufen auf alle Fälle. Alter, wo soll ich lang? In die Tür oder die Tür? Warte mal, ich kann ja mal auf die Karte schauen. Die Karte sagt mir, dass diese Tür, wo ich gerade davor stehe, auf ist. Aber dass diese Tür auch auf ist. Ah, Jalapeno. Wie komme ich jetzt da drauf? Alter. Oh. Eine schöne Edelstein. Oh, da liegt auch noch was. Alter, was bekomme ich denn hier mit der? Soll ich... Das ist quasi einfach nur Schätze sammeln oder was? Warte mal, Moment. Bevor ich diesen Brief aufnehme, gucke ich erst noch oben, ob hier noch irgendwas an... Open. Ja, Munition. Weil ich auch voll... Ja, weil ich auch eine Waffe habe. Das ist, sicher wie Kloßbrühe. Check. Huh?
warte eine Sekunde, da ist eine runde Einkerbung in dem. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, toll. Ja, das ist wirklich check. Von down here. Maybe there's a secret passage on the other side. Ja, okay. Es ist ein Weg auf der anderen Seite. Gut zu wissen, und hier steht, ach, Butlers Memo. Wer ist ein Butler? Knowing such woman sellers are had no family law settler. Wie gesagt, wer das lesen möchte, drückt einfach hier auf Stopp. Das habe ich in den ganz vorherigen Parts schon gelesen. Das sind nur so kleine Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Weil das Ganze erstens auf Englisch ist. Und deshalb das durchzulesen und zu übersetzen wäre mir zu umständlich. Muss ich ja mal so sagen. Ich würd's hinkriegen, das ist, steht fest, aber ja, die Lust und die Zeit. Ich meine, ich möchte das Spiel auch langsam fertig haben, irgendwann mal. Ja, na sicher, jetzt hat die schon eine Taschenlampe, wo hat die jetzt her? Ich komme mir vor wie Slender. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Oh, fuck. Ja, na gut, ja. Alter, wie viel Kräuter bekommen wir hier? Sag mal, irgendwas steht doch hier an. Das kann nicht gut gehen hier. Okay, die Tür ist zu. Ah, jetzt kriege ich die auf, okay. Okay, jetzt ist die zu. Das ist wieder so ein scheiß dämliches Rätsel. Da ist auch einer. Ah, halt, hier ist was. Eine Steintafel. Komme ich mit der Steintafel etwa zurück? Der hat doch nur eine runde Einkerbung, oder? Da kann ich doch bestimmt die Tür da hinten aufmachen. Aber mal im Ernst, was würde mir diese Tür da hinten eigentlich bringen? Wo komme ich denn da hin? Das ist das die Frage, die ich mir gerade wirklich stelle. Seltsam. Dann mache ich einfach mal das auf. Ah, okay, und jetzt muss ich wahrscheinlich... Das ist, glaube ich, der Plan. Muss ich jetzt das hier wieder drücken. Und die andere Tür geht zu. Scheiße. Eieieiei. Ah, ne, Moment mal. Krieg ich mal drum... Oh, da hat man gerade ihr Höschen gesehen. Ach, nein. Warte, halt, hier konnte ich was aufmachen. Oh. 1800 Pesetten, Alter. Wie viel Geld bekommt man jetzt hier? Ah, hier ist schon wieder was, okay. Wo geht's hier hin? Oh, oh. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Oh, oh. Moment mal. Alter, ich habe echt ein ungutes Gefühl. Ah. Oh. Nee. Okay, es ist verschlossen, was soll ich tun? Das ist wahrscheinlich ein Bürgerrätsel, aber ich habe die Steintafel bekommen, die runde. Und ich denke mal, dass ich die dort hinten einsetzen konnte, wo ich herkam. Deshalb gehe ich da jetzt mal zurück und schaue mal, ob das geht. Weil ich gerne mal wissen möchte, was da dann dahinter ist. Open, open, open the door. Open, open, open the door. Loading, loading, loading. Loading, loading. Ja, okay. Jetzt hast du komischerweise kein... Ich frag mich, wo die Taschenlampe hinsteckt. Huh? Ja, ja, ja. Kann ich das jetzt hier einsetzen? Oh. Ja, das möchte ich gerne haben und das möchte ich hier gerne... Was? Geht das wirklich nicht? Echt nicht? Schade.
Dann weiß ich doch nicht, wofür die Steintafel jetzt hier ist. Naja. Mal gucken. Müssen wir doch hier lang. Vielleicht finden wir auch das, was wir brauchen, jetzt erst hier hinter dem Teil, wo wir jetzt hingehen. Wenn wir diese Tür öffnen. Aber das weiß ich nicht so genau. Das müssen wir halt dann sehen. Also die Ritter machen mir echt Angst. Gerade in Resident Evil Spiele, da sollte man keinen Statuen oder so vertrauen. Und schon gar nicht solche mit solchen riesen Äxten. Und der hier sieht echt, der und der da hinten, die sehen echt aus, als würden die sich irgendwie bewegen oder so. Ah, okay, und jetzt müssen wir hier das Zeichen oder so zusammenbauen, was an der Tür ist, oder? So, zeig mal das Zeichen. Da, okay. Mal sehen, ob ich... Moment mal, jo. Nee, okay. Sah so aus, vielleicht war die Mauer ja so ein bisschen kaputt, dass ich da noch irgendwas machen konnte, aber es scheint nicht so, das heißt, ich muss jetzt erstmal das Zeichen machen. Okay. Das muss in die Mitte. Dann mal schiebe ich das mal so, oder dann schiebe ich das mal so, 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 so. Ja, passt nicht, ne? So, so. Fuck. Ja, genau so muss es nicht. Das muss runter, das muss dahin, das muss dahin, das muss dahin. Schiebe ich das mal hoch, schiebe ich das mal zur Seite, schiebe ich das mal runter. Schiebe ich das dahin. Das dahin, das dahin, das dahin. Oh Gott. Das kann niemals so stimmen, wie ich das hier schieb, Alter. Ja. Erstaunlich gut mache ich das hier. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nee. Ich muss das irgendwie da hochkriegen. Wie soll ich das bitte schön machen? Da-da-da-di-da-di-da-du-da-da. So, das ist jetzt schon mal da oben. Das stimmt. So, dann muss ich das mal kurz so machen. So, so. So, so. Okay, dann muss das jetzt so. Das muss mal runter. Fuck. Das ist doch etwas schwieriger, als ich das vermutet hätte. Das hätte ich eigentlich gar nicht gedacht. Ja, das muss ganz nach oben hier. Das geht so nicht. Das muss auf alle Fälle ganz nach oben. Okay. Ja. Und der Rest ist ganz schön kompliziert. Naja, Freunde, ich denke mal, wir werden das im zweiten Part, im nächsten Part dann regeln. Ich werde jetzt hier erstmal eine kleine Pause wieder eingehen, beziehungsweise ich werde den Part jetzt hier erstmal Schluss machen. Ich denke, das war lang genug. So knappe 14 Minuten wird es gewesen sein. Naja, ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Resident Evil 4. Bis dann, Freunde. Ciao.